Briefbeschwerer. Wer bitte schön wirft denn einen Briefbeschwerer hier in die Mülltonne? Nationalarchiv. Ha. Entdeckt. Und kein Supermutant weit und breit zu sehen. Das ist seltsam. Ranger Notfallfrequenz erfasst. Ich könnte doch hier das Radio anmachen. Was ist denn die Ranger? Ich wiederhole. Hier spricht Butcher von Rileys Rangers. Ich sende ein SOS auf allen bekannten Frequenzen. Uns gehen die Vorräte aus und wir haben bereits einen Mann verloren. Wir sitzen im Dachgeschoss des Statesman Hotel in der Falle. Wenn es keine Hilfe gibt, versuchen Sie bitte Riley zu kontaktieren, die sich im Geschichtsmuseum um Underworld kümmert. Wir werden weiterhin so oft wie möglich senden, aber ich fürchte, uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Butcher Ende. Hier spricht Butcher von Rileys Rangers. Okay. Wenn irgendjemand dieses Signal empfängt, wir sind in Gefahr und brauchen Ihre Hilfe. Wir sind auf dem Dach des Statesman Hotel von einer großen Anzahl Supermutanten umzingelt. Ja. Rileys Ranger. Ah, was gibt es da zu machen? Aufgaben? Riley in Underworld im Geschichtsmuseum finden. Aha, okay. So, speichere ich hier einfach mal ganz schnell. Und dann auf hinein in die Supermutantenhölle, die mich erwarten wird. Rotunda for the Carters of Freedom. Bewegen Sie Ihren Arsch hier rüber, wenn Sie nicht draufgehen wollen. Und passen Sie auf die Minen auf. Schnell, Sie kommen. Waffen bereithalten, Sie werden gleich hier sein. Okay. Passen Sie auf, es kommt immer noch eine zweite Welle. Was zum Geier? Da kommen hier voll die Supermutanten reingestürmt. Oh oh. Okay. Da komme ich echt besser. Wenn ich so ziele. Ja, was gibt's? Wer bist du? Sie sind ja recht geschickt im Umgang mit dem Schießeisen. Rotunde verteidigen erfüllt, hä? Danke. Sie sind auch nicht gerade schlecht. Ja, klar, bin ich das. Ja, besser als Sie, Todesschütze. Naja, wie immer, freundlich sein. Bei meinem Job könnte ich mir das auch gar nicht leisten. Sorry, ich führe mich gerade wie ein richtiger Armleuchter auf. Ich bin Sydney. Schön, einen Reliktjäger-Kollegen zu treffen. Was heißt hier Reliktjäger-Kollege? Ich suche gar nichts. Ich bin nur auf der Durchreise und ich habe keine Zeit für diesen Mist. Reliktjäger-Kollege, ja. Kommen Sie. Wir wissen beide, dass hier irgendwo die Unabhängigkeitserklärung liegt. Kein Grund, so rumzudrucksen. Der gute alte Abraham Washington hat sie in dasselbe Selbstmordkommando gesteckt wie mich. Das Problem ist nur, ohne meine Hilfe werden sie sie nicht kriegen. Weil? Wer ist schon blöd genug, eine Menge Kronkorken für ein Fetzen Papier abzugeben? Ich arbeite nicht mit Fremden zusammen und was schlagen Sie vor? Moment, bevor ich auf irgendwas eingehe, muss ich wissen, wer Sie sind. Das würde mich interessieren. Ich habe es Ihnen ja schon gesagt. Ich bin eine Reliktjägerin, so wie Sie. Ich mache Müll zu Kronkorken und lasse mich dann volllaufen. Ich habe die Pläne dieses Ortes studiert. Ohne mich werden Sie also im Kreis laufen. Also? Ach naja, warum nicht? Klar. Gute Entscheidung. Okay, die Erklärung liegt im unterirdischen Tresorraum des Archivs. Hier in der Mitte der Rotunde gibt es einen Lastenaufzug. Ich habe ein paar Tage gebraucht, um das Schloss über mein Fernterminal zu hacken. Wenn Sie bereit sind, geben Sie das Kennwort ein und wir starten durch. Okay, immer konzentriert bleiben, dann kommen wir da durch.
würde ich sagen, los geht's. Auf jeden Fall will ich hier die Typen schnell looten. Denn habe ich wieder alles genommen. Jagdflinte. Jagdflinte habe ich doch schon. Die ist auch nicht in so einem guten Zustand. Kann ich liegen lassen. Habe ich da gerade eine... habe ich wohl gehört. Ja. So. Und hier noch ein bisschen was. Splittergranate. Superhammer? Was ist ein Superhammer? Bin ich, ist mal wieder hoffnungslos überladen. Aber ich will den auf jeden Fall ausprobieren, diesen wo ist jetzt der Hammer hin? Aber ich habe doch gerade links geklickt, nicht rechts. So, ich war noch in dem Menü. Okay. So, der Superhammer. Hoho, ich bin gespannt. Superhammer, Superhammer. Hölle. Gut. Den würde ich einfach behalten. Vielleicht kann ich... Nee, kann ich nicht. Trennmesser... So, Raketenwerfer, den kann ich auf jeden Fall reparieren. Das bringt mir schon einiges an Gewicht wieder. Jagdflinte. Kann ich auch reparieren. Na, es ist doch schon gar nicht so schlecht. Okay, so. Wo muss ich jetzt hin als nächstes? Zur Promenade. Ja. Rotunde verteidigen. Hab ich noch gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, wo das hergekommen ist jetzt. So, lokale Karte. Ich muss irgendwo hier rüber. Ich vermute jetzt aber nicht, dass ich hier nochmal raus muss. Wahrscheinlich eher, dass wir hier irgendwie nach rechts durchgehen. Helfen Sie mir! Okay, so. Wow. Okay. Ich habe ewig daneben geschossen und trotzdem getroffen. Splittergranate nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist gut, kann man gebrauchen. Gut, brauche ich nichts davon. War es das? Ja, sieht so aus. Ameisenfleisch. So, okay. Aktenschränke, ist nicht so viel drin. Nuka-Cola. Die gehen auf jeden Fall mit. Und ich muss hier hin. Okay, es muss eine Hütte. Vielleicht gibt es hier ein Stimpack. Da war ganz gut was. Hat sich schon erledigt. Also nehme ich an, dass wir hier runter weiter müssen. Ich glaube nicht.
Headshot! Volles Ballett. Sehr, sehr schön. Ich mag das. Headshots sind einfach schön. Wenigstens muss ich für die ganze Munition kein Gewicht abdrücken. Was hängt denn hier rum, bitte? Warum hängt das hier rum? Und eine weitere... Hä? Wenn... Ich dem... Nee. Ich muss hier vorne rechts rum. Hier rechts rum. Wir stehen doch bestimmt wieder... Irgendwo... Supermutanten rum. Wenn sie hier aber schon wieder Granaten. Promenade? Okay. Whoop. Hab ich dich! Ach, Schatz. Oh. Warum zum Henker kann die so gut. Hey, was ist los? Kannst wohl kein Blut sehen, was? Schatzkeks, was bist du denn? Hier, Lesegeräte? Ich frag mich, warum die so viel Schaden macht. Oh, wer, wo bist du? Kron... Nuka-Cola? Grad plus 2, TP plus 6, das ist alles. So. Ein Supermutantenbeast. Schießt dir ans Knie. Ich bin froh, dass das vorbei ist. Das glaube ich dir gern. Altmetall. Kann ich verkaufen. Jetzt bin ich natürlich schon wieder überlastet. Welche Seltenheit bei mir. Aber so richtig... Na egal, ich lasse das einfach da, weil aktuell habe ich relativ viel... Ameisenfleisch, da werde ich einfach was einwerfen. Ich habe halt aktuell relativ viel, viel Hilfssachen, wie so Ameisenfleisch und solche Sachen. Was gut ist, definitiv gut ist, weil dann überlebe ich ein bisschen länger. Aber überleben. Einfach mal speichern. Wo bin ich jetzt und wie weit muss ich noch? Unteres Kellergeschoss des Archiv. Aber dann hätte ich doch hier vorne. Ich mach mir eine Halskette aus deinem. Hey! Wow. Wir werden Hey, was ist los? Kann wohl kein Blut sehen, was? In der Tat. Ah ja, ein Zertauer. Oh, right away. Einmal right away. So, wenn ich jetzt... Nun, ich möchte ja nichts sagen, aber das war schon wieder vollkommen unnötig. Muss ich die nämlich alle selbst killen hier? Ah, das passiert. Es ist eine gute Zeit, hier ein bisschen was von dem ganzen vielen
Zeug einzuwerfen, das ich so hab. Flugpakete, 59, Hundefleisch. Bringt alles gar nicht mehr so viel. So, wo bin ich jetzt? Wo geht es weiter? Eigentlich hier, aber hier komme ich nicht weiter. Und ein Terminal. Was leuchtet hier so in der Gegend rum? Ein Safe. Okay, scheiße. Muss ich diesen ganzen Kackweg hier wieder zurückgehen? Was? Hier. Hier ist die Treppe. So, da bin ich hier, oder? Ich kann hier lang gehen. Das geht natürlich auch. Wir sind zum Glück schon alle tot. Jetzt bin ich hier einmal glorreich im Kreis gelaufen. Hab dafür einen Haufen Zeug abgestaubt. Das ist auch gut. Diese Tür bringt die mich dahin, wo ich hin möchte. Supermutanten voraus. Ja, scheinen die auf jeden Fall schon mal richtig zu sein. Nur werde ich jetzt Besuch bekommen. Los, jetzt noch Heddy hinterher, ja. Jawohl, sehr geil. Na toll. Das bringt mir nichts, mein Freund. Ah, den krieg ich auch so angelegt. Jawohl. So. Tot ist die alte Hütte. Oh, ein Sturmgewehr. Mit einem Gewicht von 7. Sturmgewehr hatte ich aber schon gehabt. Da kann ich vielleicht was reparieren. Und noch ein Sturmgewehr. Oh ja, schön Blutpaket und ein. So, jetzt bin ich wieder überlastet. Hier liegt ganz schön viel Zeug rum. Das ist beeindruckend. So, GGST-Waffen. Ich müsste vielleicht ein bisschen was reparieren. Das geht? Nee. Ich hab Sturmgewehr. Na. Da werfe ich einfach mal was raus. Die Munition habe ich jetzt trotzdem erhalten. Flux speichern. Und rein. Mentats. Wieder die guten Drogen. 10 Raketen? Irgendwie habe ich ja Angst. Ich glaube, was mich hier erwartet, das wird mich nicht so sehr freuen. Und ich glaube, ich muss meine tote Freundin wiederfinden. Weil die eine Schlüssel hat. Scheiße. Ach nein, warum? Okay, die ist ungefähr hier drüben gestorben. Jetzt diesen ganzen Weg hier wieder einmal rumlatschen.
kaputtes Klassenpult. Schön. Ah, Minen gibt's ja auch.